Ja, und ich wollte sozusagen, also ich freue mich erstmal, dass du gekommen bist und habe dich eingeladen, weil ich versuche eben halt mit diesem Diagramm die 90er Jahre irgendwie abzubilden, und zwar die Relation zwischen Menschen, Kunstwerken, Institutionen und Aktionen, würde ich mal sagen. Um das sozusagen zu mappen, auch die Verbindung zu sehen zwischen, was mich interessiert hat, eben zwischen, oder ja, weil ich eigentlich die 90er miterlebt habe, aber nur so am Rande. Und jetzt im Nachhinein, weiß ich nicht, wollte ich sozusagen vielleicht mal das Feld sondieren und sehen, wie die Protagonisten, die das bespielt haben, die Zeit denn wahrgenommen haben. Und ich habe dich eingeladen, weil ich dachte, du, oder weil es auch öfter auftauchte in Gesprächen, also du warst ja in Betanien in der Zeit. Ja, Das kann ich auch. mich erinnern. Oder wann war dann die Also erste Zeit überhaupt in Berlin? bei mir war das so, Bist dass du überhaupt aus Berlin? ich bin nicht aus Berlin, aber ich habe in den 90er Jahren schon einige Jahre in Berlin gewohnt. Aber ich bin so ein bisschen zwischen Hamburg und Berlin immer hin und her gezogen. Und deswegen war ich manchmal sehr da und sehr intensiv da und dann aber auch wieder nicht. Also ich habe jetzt nicht so eine lückenlose 90er Jahre Aber wann war so das Timeline. Früheste so? Denn wann war das so? Also mein Aufenthalt in Betanien, der war 96, nee, 97 muss das Also gewesen sein. dann mache ich das so. Dann würde ich jetzt zum Beispiel hier so hinschreiben, so 97. Und dann würde ich hier einfach reinschreiben, Betanien. Genau, und Betanien, und zwar nicht irgendwas in Betanien, sondern da gab es damals, und ich glaube, Karl-Heinz war da sehr involviert in der Organisation, ein Media Lab, was gesponsert war von dem Marx-Sammler, Erich Marx. Den hat er irgendwie dazu gekriegt, dass er Geld gegeben hat für so ein Media Karl-Heinz Lab. Jeroen? Aha. Ich meine, da war das. Frage ihn nochmal. Und zwar haben die, da gab es ein bisschen Geld, also so eine Art Stipendium, das war nicht großartig, aber so ein bisschen was. Und man hat eben ein kleines Atelier bekommen in Betanien zum Wohnen. Und es gab in einem von diesen, auf der Nordseite sind, oder auf der Westseite sind diese Glasateliers, die so voll verglast sind. Zwei Stück, und eins davon war das Media Lab. Da konnte man arbeiten. Ja. Und da ist so übers Jahr sind da so unsere ganzen Freunde durchgelaufen. Also 96. Alexei war Ah ja. da und 96, ja, oder 97, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Nee, das muss 97 gewesen sein. Also doch auch schon 97, ja. Oder erst 97. Ja, also ich war, genau, Aber ich du warst es war. schon. Das war eher so im Frühjahr, dass ich da war, weil wir haben dann während der Zeit, wo ich dieses Stipendium hatte, haben wir im Betanien das Old Boys Network gegründet. Ja. Und das war so im Sommer 97. Aber vorher warst du nicht in Berlin. Also so dein Aufenthalt fing eigentlich mit diesem Betanien an oder doch schon vorher, weil ich jetzt so Naja, fragte. ich war vorher schon da, aber irgendwie das ist sozusagen das. Ich glaube, das ist schon das. Das Initial. Das war schon so meine Anbindung an sozusagen an diese Netzszene. Die fing 96 an, aber nicht in Berlin. Ich weiß nicht, darf man auch über was reden, was nicht in Klar, Berlin man darf man reden, stattgefunden klar, aber so mein Fokus lag eben halt auf liegt halt auf Berlin, aber man kann natürlich über. Weil das war das Erste, was mir eingefallen ist, weil ich mir dachte, Ja. Berlin. Für mich und aber auch für viele andere, die ich mit der Zeit verbinde, war Berlin immer so ein Knoten, Ja. wo man immer irgendwie mal war und mal durchgekommen ist und wo viel Ja. passiert ist. Aber das war sehr stark vernetzt nach außen. Berlin hat sehr davon gelebt, dass Leute, viele Leute da unterwegs waren in Berlin, die nicht aus Berlin waren. Ja, wie heute eigentlich. Wie heute. Und ich habe mir da so eine kleine. Ich habe mir das überlegt, was das in Ich meinem Fall war. finde es toll, ja. Nee, es war nur so, dachte ich Genau, mir, wieso eigentlich Berlin? Weil ja. ich bin eben nicht so eine Berlinerin, dass ich quasi immer hier war und deswegen so, sondern ich dachte, was ist eigentlich mein Verhältnis? Und ich dachte mir, das war immer so, Berlin war immer so ganz wichtiges,
Zentrum ist ein blödes Wort, aber so ein wichtiger Knoten, aber nicht alles. Mhm. Und bei mir war eben Hamburg noch wichtig. Mhm. Also es war immer so eine Verbindung auch zu Hamburg, back and forth. Dann ganz wichtig war Amsterdam. Mhm. Speziell eben Geert Lovink. Geert. Genau, da habe ich letztes Mal so viele Probleme gehabt, den zu schreiben. So. Ja, L-O-V-I-N-K. Perfekt. Ja, und das war natürlich Amsterdam. Genau, und Geert Lovink hat mich nämlich 96, den habe ich bei einer Performance von meiner damaligen Künstlerinnengruppe Innen kennengelernt, in Hamburg. Ja. Geert Lovink, und wir haben uns dann angefreundet. Und er hat mich eingeladen mit ihm 96, oder nicht mit ihm, aber auch, also wie viele andere, nach Budapest zu fahren. Und der war zum Metaforum. Und der war aber in Hamburg, der ist sozusagen rumgereist und genau, hat sich so Sachen angeguckt. Die hatten eine Lesung mit der Agentur Bilbet. Ah, ja. Und ich hatte an dem gleichen Abend sozusagen einen Auftritt mit meiner Künstlerinnengruppe Innen am gleichen Ort. Und da haben wir uns kennengelernt. Ja. So ist das wahrscheinlich eher sozusagen so. Und das war dann hier so. Und das war auch so. Ja. Und dann, er kommt natürlich irgendwie aus Amsterdam. Hier ist aus der ganz Ferne. Ganz Ferne. So. Und Hamburg, Bilbet und dann Innen, 96. Genau. Ja, das stimmt einigermaßen. Und dann. Und mit Geert, weil vorher die ganzen Arbeiten, die wir gemacht haben mit Innen und Frauen und Technik, die das waren. Das schreibe ich dann auch mal auf. Das war auch dann aber in Hamburg. Ja. Institut Frauen und Technik, das war sozusagen die Vorgänger-Künstlerinnengruppe zu Innen. Kann man dann so machen? Mhm. Ja. Und wir haben uns schon für Gender Technology interessiert, aber wir waren noch nicht so, wir haben viel Fernsehsachen gemacht. Wir haben damals mit Van Gogh TV. Ah ja. Wir haben die Piazzetta Hamburg gemacht zum Beispiel. Und es war so Bildtelefon und da war schon auch ein Modem und so. Und man hatte schon so ein CompuServe-Account und solche Sachen. Das war aber noch vorher, wa? Piazzetta Hamburg war 92. Oder? Ja. Ja. Genau. Also war Piazza Virtuale auf der Documenta damals. Documenta 9 war das dann. Und da hattest du sozusagen dann schon so den Zugang sozusagen zu dieser... Jein, aber überhaupt nicht zu dieser Netzszene. Das war wirklich so eine andere Welt. Also Van Gogh TV... Warte mal, das war jetzt ein großer Sprung. Das war 92 nämlich eigentlich. Also es war sehr früh eigentlich, dieses ganze Van Gogh TV. Das war früh und es war aber noch nicht so... Also es war nicht Internet. Die waren sehr auf Fernsehen und wir waren Performance... Und inhaltlich auf Technik bezogen, aber auch, wir haben zwar Bildtelefon und so Kram benutzt, um unsere Sachen zu übertragen, aber es war wenig mit Internet, hatte das zu tun. Und für mich war sozusagen der große Durchbruch schon dieses Metaforum in Budapest 96. Das kam dann später sozusagen. Das war 96, eben über Innen mit Geert. Ja. Und da habe ich da zum ersten Mal so Leute getroffen wie Heath Bunting. Ja. Oder Barbara Strebel oder wer waren da alles? Pitt und Rob Gongrip und solche Leute, die waren da alle. Also es war für mich so eine neue Dimension, die sich da aufgetan hat. Und das war toll. Also das war wirklich wie so eine Initiation zu einer anderen Welt. Mhm. Und das war... Das muss ich ganz deutlich sagen. Geert Lovink hat mich da hingebracht. Und das war 96 sozusagen. Mhm. Da waren sicher noch viele andere Leute dabei. Klar, aber du, das ist ja auch viel gesagt, so eine persönliche Sicht, so eine persönliche Erinnerung, da muss man ja auch nicht alle sozusagen, dann ist ja nicht ganz, ist nicht total... Aber Rob Gongrip musst du auch schreiben, weil das ist ja dieser holländische Hacker. Ja, wie wird der geschrieben? Da ist G-O-N. G-O-N. G-R. G-R. I-J.
PJ, der jetzt auch immer hier mit auf dem Kongress jetzt immer noch mit Frank Rieger und so spricht. Stammtisch. Und so, genau. Und der war halt damals auch schon ein Hacker und ich wusste gar nichts über Technik und saß zufällig neben ihm und ich habe nichts verstanden. Was und er erzählt, ich dachte, was ist das? Und der dachte, was ist denn das für eine bescheuerte? So ist sie jetzt überhaupt keine Ahnung. So. Und wie hat er dann reagiert? Also, naja, wie halt Hacker so reagieren, ne? Read the fucking manual. Hat sich dich erinnert, glaube ich. Was auch noch lustig war, war, dass ich damals, 96, habe ich noch bei Philips gearbeitet. Ja. Also eine Hightech-Firma? Ja, ja, ne, klar. Ich habe nach dem Studium habe ich 2 Jahre für Philips Media gearbeitet. Ach, für Philips Media? Hatten die nicht da diese irre Bildplatte da? Ein L. Hatten die da nicht diese irre... Die haben ja diese optischen Speichermedien entwickelt. Diese Bildplatte hatten die nicht. Und die hatten dann verschiedene Sachen. Ja. Und unter anderem, ich war in der Abteilung, die sich mit dieser CDI, also CD Interactive, das war so... Genau, ein, das meine ich, diese... Genau, das war so ein, so ein Gerät, was man an den Fernseher anschließen konnte. Und die haben das entwickelt und das war ja auch alles gut und schön. Also die haben das technische Format entwickelt und die Player. Ja. Und als das fertig war, haben sie gemerkt, sie haben gar keinen Content, den die Leute kaufen könnten. Mit dem sie da abspielen können. Und da haben sie ziemlich in Windeseile noch so eine Abteilung hochgezogen, um Philips Media. Diesen Content zu kreieren. Und da war ich. Ja. Da bin ich zufällig irgendwie mit über ein Praktikum reingeraten und hatte dann einen bombigen Job nach dem Studium. Ja. Ist das irgendwie dann auch Frauen und Technik entstand, oder? Nee, das war. Nee, ich habe bei Philips Media, ich habe bei Philips dieses. Ja. Praktikum gemacht, weil ich da schon bei Frauen und Technik war und mich das interessiert hat und das war irgendwie naheliegend und das hat, da gab es irgendwie so eine Connection und hat jemand gesagt, hier, ich habe da auch Praktikum gemacht, da kann man Praktikum machen. Bei mir war das halt so, dass ich da voll hängen geblieben bin und dann über so ein Praktikum erstmal in so einen Freelance-Job reingekommen bin und dann war mein Studium fertig und dann brauchten die Hals über Kopf jemanden dringend. Und dann bin ich da, dann war ich der Produktmanager bei Philips 2 Jahre. Ja. Das war super. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und vor allem, wenn man dann als Philips Media Produktmanager auf holländische Hacker trifft, die ja nur sagen, let's make things better. Das war der Slogan, den du dann auf deiner Philips-Uniform hattest? Nein. Naja, das ist ja bekanntlich die Werbung. Ja, deswegen sage ich ja. Und lustigerweise damals später bei... So? Nee. Bei Female Extension in Hamburg, da werden wir auch noch drüber sprechen. Wenn du das jetzt erwähnst, dann schreibe ich das schon mal auf. Weil da war zum Beispiel Philips mit einer der Hauptsponsoren, das war natürlich alles lustige Koinzidenzien. Aber da war ich schon nicht mehr bei Philips. Ist es Extensions mit S? Extension. Nur eine Extension, das reicht. Ja, und nicht die alle Teilnehmer waren nicht die Extensionen, in meinem Kopf, okay. 97, ah ja, genau, hast du ja schon. Bist du schon in der richtigen Zeile. Und da war Philips, da könnte man ja doch jetzt aber nochmal so eine ganz crazy Verbindung hier rüberziehen. Zack. Aus Spaß. Das ist lustig. So. Ich habe auch die Anzeigen aufgehoben, das haben der Hamburger Bahnhof den Wettbewerb Extension beworben hat mit dem Philips Logo drauf und so. Das habe ich alles noch in meinem Archiv. Diese Connection kann man nach. Ja, das ist doch irre. Quatsch, das ist nicht Hamburger Bahnhof. Das ist doch der das Museum Hamburg. Für Gegenwartskunst. In Hamburg, ja. In Hamburg, nicht Hamburger Bahnhof. Ich dachte, die haben eine Kooperation, habe ich mir jetzt so gedacht. Nee, das war für mich, das war jetzt so ein Kurzschluss. Ich gehe zum Bahnhof und fahre nach Hamburg ins Museum. Ja, Hamburger Bahnhof. Ja, Museum für Gegenwartskunst, ja? So, Female Extensions.
da sind wir jetzt schnell hingesprungen von Philips. Aber wir hatten eigentlich ja angefangen mit über Berlin, ne, und die anderen Orte. Und da war also. Ja, aber das finde ich ist auch noch da. Bethanien, ich meine, wir können das jetzt so mal so ein bisschen zentraler machen, dass wir dem, man kann dem ja auch so ein bisschen hervorheben und sagen, hier, das war so ein zentraler Punkt für Berlin, ja, und die anderen. Ich fand es schon wichtig, genau. Aber vielleicht. Wer war da noch eigentlich so, Alexei Schulgin? Alexei war da. Also. Du warst Jody war sicher auch da. Weiß ich nicht, ja? Was meinst du? Gut, das schreibe ich auch. Ich bin mir relativ sicher. Also das ist jetzt keine faktenbasierte Kunstgeschichtsschreibung. Nee, ich sage ja, das ist Oral History, so sehe ich das ja. Wir arbeiten mit alternativen Fakten heutzutage. Ja, genau. Also dann sage ich jetzt einfach mal, wer so da war. Du, ich kann das nicht, ich nehme mich auch zurück, also aus anderen Gesprächen, jetzt könnte ich mir noch so vorstellen, das habe ich manchmal noch so dunkle Erinnerungen, dann verschwimmt es aber auch zwischen allen. Dann weiß ich auch nicht mehr, hat der das gesagt oder der das? Was nehme ich da noch? Und deswegen überlasse ich dir also das. Also es gab dieses Stipendium da von Marx, dieses Medialab-Stipendium für Netzkünstler war das meines Erachtens. Direkt für Netzkünstler. Genau, und das war auch im zweiten Stock. Hieß das denn auch so Netzkunststipendium oder was? Ich frage mich nicht, das hieß schon so ähnlich. Ja. Aber frag Karl-Heinz, der weiß sicher, wie das hieß. Also ich habe da leider auch, glaube ich, gar keine Info mehr irgendwie. Muss ich mal nachgucken. Ja. Aber auf jeden Fall dieses Media Lab und das Wohnatelier, weil das dazugehörte, waren in Bethanien im zweiten Stock. Und da waren ja auch die DAAD-Künstlerstipendien für die Auslandsstipendiaten. Ne? Und da war auf dem gleichen Stock war Josephine Stars von Vienna's Matrix. Genau, das war das. Das war sozusagen die räumliche Koinzidenz, die da in Bethanien noch Josefina, passiert. Josephine, E. Josephine. Stars mit Doppel-R. Genau. Aber die war nicht im Media Lab, sondern die war im Genau, die war nicht im Media Lab, aber wir waren sozusagen Nachbarn auf dem gleichen Flur. Ne? Und das war natürlich toll, weil dann kam Julian Pierce zu Besuch, auch von Vienna's Matrix. Die kannst du da noch reinschreiben, Vienna's Matrix und Julian Pierce. Und so hat sich da alles Mögliche zusammengebraut in diesem Media Lab. Und während dieses Stipendien auf in... Wie wird die geschrieben? R-C-E. Wirklich, so genau. Curious. Und Doppel-N, Julian. Genau. Julian, ja. Das war ja dann so räumlich, ob ich das auch aufnehme, warum nicht? Ne? Schreibe ich einfach mal hin. Zweiter Stock. Ist doch witzig. Das ist deswegen witzig, weil ich bin ja da jetzt wieder. Ja. Seit einem Jahr habe ich wieder ein Atelier. 2017 sind wir jetzt gerade. 20 Jahre später. Ich denke mir manchmal, ich habe keine großen Fortschritte gemacht. Ich bin wieder da gelandet, wo ich vor 20 Jahren angefangen habe. Ja. Aber lustigerweise habe ich eben auf dem Flur, da wo früher das Media Lab war, ist innen an der Glasscheibe klebt noch ein OBN-Sticker. Ja, und den der klebt da seit 20 Jahren. Und das hat mich sehr gefreut, dass ich den wiedergefunden habe. Ja, das, so eine Intervention im Stadtraum hält manchmal länger, als man denkt. Also ja, ich sehe das auch so manche Webseite. Das ist wohl wahr, ja, auf jeden Fall. So ein Aufkleber, ne? Aber du hast bestimmt den Aufkleber jetzt wieder ins Web gespeist, oder? Ich habe ihn fotografiert jetzt mal ordentlich. Auf jeden Fall muss der dokumentiert werden. Ins Web? Noch nicht. Noch nicht. Dann bist du nicht so schnell. Okay. Ich hätte ihn wahrscheinlich gleich geknipst und dann irgendwie getweetet. Aber was man da, was da dazu passt, eben zu der Zeit, ist, dass in der Zeit, als ich das Stipendium hatte in Bethanien, da für den Hybrid Workspace auf der Documenta die Einladungen ausgesprochen wurden für die 11 Gruppen, die da gearbeitet haben im Hybrid Workspace in Kassel dann. Das ist ja nun nochmal eine ganz andere Geschichte. Das, was aber alles 97 passierte, das muss man sich auch nochmal klar machen. Das ist eben ein ganz intensives Jahr. Das war ein irres Jahr. Da ist noch viel mehr passiert. Weil nämlich dann der Hybrid Workspace ist ja auf der Documenta gewesen dann. Genau, Documenta 10 war das. Genau, also wir hatten jetzt die Documenta 9 hier oben schon. Ja. Dann war die nicht 92, die ist ja immer alle wie viele Jahre? Fünf. Doch, das passt schon. Ja, passt schon.
Dokumenta 10 hatte den Hybrid Workspace. Genau. Und da hast du dann im Grunde... Und das haben ja sozusagen Pitt und Gerd mit dem... Die ist ja jetzt hier Pitt Schulz. Genau, Pitt Schulz kommt jetzt ins Spiel mit Gerd. Der war ja auch auf dem Metaforum, hat es so erwähnt. Ich hatte sicher, das nur nicht eintragen können. So, die beiden haben jetzt eigentlich dann hier... das ist und die jetzt waren, die hatten schon, da gab es schon Netheim. Und das Konzept von Netzkritik, das gab es da schon. Ja, das sollte man auch nochmal aufnehmen. Warte mal, lass mich mal hier kurz das so rüberrücken, damit das hier ein bisschen klarer wird. Ich glaube, das wird nicht ausreichen hier, dein Platz. Nee, das müssen wir dann eben immer ein bisschen rumbauen. Dass die dann haben im Grunde auch damit zusammengehangen, aber die sozusagen haben, so. Das war ja so Katrin David, war die Kuratorin und da gab es, das war ja, da gab es so viele Subkuratoren für alle möglichen und dann gab es eben dazwischen nochmal, oh Gott, wer war denn das? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Wer das war, da waren noch drei Leute, die sozusagen das Konzept des Hybrid Workspace entwickelt haben mit der Katrin David und Gerd und Pete wurden dann eingeladen, sozusagen inhaltlich die Gruppen auszuwählen. Die weißt dann so, dort auf diese ich glaube, die haben eher so das Konzept entwickelt, so, dass das eben keine Ausstellung im klassischen Sinne ist, sondern ein Arbeitsraum. Und eigentlich ein schönes Konzept, muss ich ja, sagen. Ja, das war auch toll. Das war, die hatten dann auch eine spezielle Innenarchitektur entwickelt, die man umbauen konnte, so je nach Bedarf. Mhm. Und es gab geschlossene und offene Formate und so. Das war ganz toll. Und während wir eben in Bethanien waren, haben dann, also in meinem Fall war das dann Herr, der mich angesprochen hat und gefragt hat, ob wir nicht was machen wollen. Da gab es OBN noch nicht im Hybrid Workspace. Und dann habe ich mir überlegt, was man machen könnte. Genau. Aber es war klar, das sollte irgendwas so im Sinne von Innen, Frauen und Technik, Gender, Technology sein. Und da war dann eben auf den Flur Josephine Stars, Julian Pierce, die uns Gerd auch schon mal vorgestellt hatte auf irgendeiner Ars Electronica, wahrscheinlich im Jahr vorher oder so. Also wir kannten uns schon. Und dann gab es eben dieses Konzept Cyberfeminismus, das stand irgendwie im Raum und ich fand das eigentlich immer furchtbar, total blöd, blöde Cyber-Hype, wo der irgendwie nichts bedeutet. Und, oh Mann, das schreibt man aber mit einem M, ja, Feminismus. Wieder, ich bin da wirklich ganz schlecht. Das entschuldige ich jedes Mal. Aus Elektronika, Cyberfeminismus. Das war wahrscheinlich auch 96. Da war VNS and Matrix da und ich war dazu Gast. So, das heißt, dieses Konzept Cyberfeminismus, das schwebte schon irgendwie rum und war da, aber mich hat es erstmal nicht angesprochen. Und dann fand ich das aber so eine tolle Einladung und Gelegenheit mit dem Hybrid Workspace. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist so eine Gelegenheit, diesen Begriff sich genauer anzugucken, beziehungsweise den auch zu öffnen und anders zu füllen. Den Cyberfeminismus-Begriff. Genau, weil bis dahin waren eigentlich VNS Matrix und Sadie Plant, die den geprägt hatten. Und das war jetzt mir letztendlich so essentialistisch vom Ansatz her. Also diese Aussage, ne, das gibt so eine besondere Verbindung zwischen Frauen und Technik und so weiter. Das fand ich, war nicht so mein Ansatz. Und dann ist die Idee entstanden, wir arbeiten mit diesem Begriff, aber wir öffnen ihn und wir machen einfach mal, wir sondieren mal, was so da ist. Und du sagst jetzt wir, das war jetzt das auf dem zweiten Stock, oder? Ja, nee, und dann war dann mit der Einladung nach Kassel war dann auch klar, dass nicht ich alleine sein würde und innen gab es dann schon nicht mehr, also das wurde kurz vorher aufgelöst. Und dann war es klar, es braucht irgendwie eine neue Form von Gruppe oder Organisation oder sowas, die das dann übernimmt. Ja. Und dann haben wir in Bethanien das Old Boys Network gegründet. Wir mit ist dann? Wally. Da kannst du jetzt eine schöne Verbindung ziehen. Wally, George,
Georgovic? J-O. Ja. D. R. Nee, R vorher. J-I-V-I-C. Ja, ich habe es letzte Woche ganz oft geschrieben und schon wieder vergessen. Ja, ich bin mit Schreiben. Also, sie war dabei. Julian Pierce. Das ziehen wir einfach von hier oben dann einfach sozusagen mal hier einfach auch. El Nonmacher war dabei. Susanne Ackers. Und ich. Das sind fünf, oder? Ich glaube, das war's. Und wir haben dann ein Logo gemacht und eine Webseite und haben dann ein Open Call geschrieben, also einen Aufruf. Ja. Wir haben quasi gesagt, wir nehmen diese 10 Tage in Kassel zum Anlass, die First Cyber Feminist International zu veranstalten. Und die Leute mögen doch, wenn sie Interesse haben, daran nicht nur teilzunehmen, sondern etwas beizutragen, sollen sie sich melden und ein Proposal schicken. Und das haben wir, glaube ich, so über NetTime und ich weiß nicht, was es da noch für Kanäle gab. Annonciert, ja. Ich weiß nicht, ob es da die Faces-Liste schon gab. Ups. Faces ist auch 97 entstanden, wahrscheinlich gab es sie da auch schon. Also so die Netzwerke, die wir schon hatten damals. Genau. Das müsste man aber hier nochmal aufschreiben. Das wäre Faces. Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Das ja, Faces. Da bin ich aber namentlich nicht. Also das ist auf jeden Fall Wally, die da dran genau, hängt. Aber ja. Genau, mit Wally kannst du das verbinden. Genau. So. Und da wurde das dann sozusagen auch annonciert. Mach ich das einfach mal so. Zack. Nein. Klappt jetzt hier irgendwie nicht. So. Und das Old Boys Network ist sozusagen eine neue Interpretation. Neu, ja, weiß ich nicht, nach ja auch schon fast 7 Jahren, wie der Cyberfeminismus ja kursierte eigentlich. So also, wir wollten das, das war meine Idee. Neue Erfindung, oder? Also, das war meine Idee, aber bestellte sich dann später raus, dass wir eigentlich alle unterschiedliche Ideen hatten, was wir wollen mit dem Begriff und mit der Organisation und so, wie das immer so ist. So bei so großen, abstrakten Begriffen ist, ja klar. Genau, aber das war genau das, was mich interessiert hatte, dass es eben. Als Begriff, der war zwar belegt schon, aber ich fand, da war noch ganz viel Potenzial drin. Und das hat mich interessiert. Und deswegen haben wir explizit gesagt, wir nehmen den Begriff, wir eignen uns den an von VNS Matrix und von Sadie Plant und wir öffnen den und wir geben den sozusagen den Leuten zurück und die können den selber füllen mit dem, was sie möchten. Das war die Idee. Ja. Und dafür habt ihr das Old Boys Network sozusagen als Medium dann benutzt? Das war so eher die Gruppe, die das organisiert hat. Und die Plattform war dann in Kassel, der Hybrid Works. Und was ist dann passiert? Also ich meine, wie ist dann der Begriff mit Leben gefüllt worden? Also wie kann man das dann sagen? Ja, jetzt externe Dokumente werden zu Rat gezogen. Genau, das Scaffolding kommt jetzt hier. Ja, so sah das aus. Da saßen ganz viele Frauen rum, mit und ohne Computern. Ah ja. Das ist schön. Und wir hatten, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, 36 Teilnehmerinnen. Das ist ja mal so ein paar hochhalten, damit man das überhaupt sieht. Ja, wo ist die Kamera? Ja, da, das ist die Kamera. Da kann man mal ein paar sehen. So. Und Kathy Ray Hoffman. Ja, siehst du, erst beim Foto fällt es dann einem ein, dann müsste ich dann nochmal Kathy Ray Hoffman aufnehmen wahrscheinlich, oder? Ja, die war jetzt bei Old Boys Network nicht dabei, aber die gehört auch zu Faces auf jeden Fall. So, was dann passiert ist, wir haben das ja nicht
ganz klar nicht kuratiert. Also wir haben nicht, wir haben sozusagen nicht inhaltlich ausgewählt, sondern wir haben gesagt, jeder und jeder und jede, die einen Ansatz hat zu Cyberfeminismus und sich Frau nennt, kann kommen und die präsentieren. Ja. Und dann waren eben 36 Leute da, die da irgendwas vorgestellt haben und das war recht chaotisch. Okay. Und es ging eben von Performances bis hin zu, ich weiß nicht, Kunsthistorikerinnen haben Vorträge gehalten, alles Mögliche und Unmögliche. Eigentlich. Ja, das wäre schön vorstellen. Und es war halt schon sehr lustig, weil das nicht kuratiert war und die Qualität war jetzt, sagen wir mal, nicht durchgehend besonders hoch. Und gleichzeitig war es aber auf der Documenta. Und wir hatten natürlich auch so Opening Hours und da standen hunderte von Leuten vor der Tür und haben gewartet, was ihnen da jetzt präsentiert wird. Und da wurde ihnen allerlei präsentiert. Das allein war schon sehr witzig. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich bereue, ich habe es schon mal gesagt, glaube ich, ich bereue, dass ich da nicht hingefahren bin damals. Das war lustig und, das war, und da war aber so eine Aufbruchstimmung. Also, das war natürlich auch schwierig, da auf irgendeinen Grund zu kommen. Ja? Worum geht es jetzt? Was für eine Art von Feminismus? Und wer ist später Technik für eine Rolle oder so? Und die Idee war wirklich erstmal einfach, die Ansätze alle nebeneinander zu setzen und zu gucken. Ja? Da war erstmal noch gar nicht weiter viel Theorie im Spiel. Und das Cyber-Manifest und so. Und das, und naja, das Einzige, worauf wir uns dann geeinigt, aber die Stimmung war gut, also es gab da keine... gab da keine Ausfälle oder so. Da war wirklich noch so eine positive Aufbruchstimmung. So, wir sind jetzt vorne dran und jetzt passiert was ganz Neues. Und wir zusammen und so. Und hier geht's mit ab. Mit der Technik auch. Und was eben sehr energetisierend war, auf jeden Fall, war tatsächlich, dass wir auf dieser Plattform waren, ne? Wo die ganze Welt hingeguckt hat. Das war ja so die Drehscheibe, wo alle hingeguckt haben. Und wir haben da sehr viel Publicity gekriegt danach und Presse und so. Und das hat natürlich... Als Old Boys Network aber. Genau. Als Old Boys Network, wobei wir auch nie gesagt haben, nur wir fünf sind Old Boys Network, sondern wir haben das schon so verstanden. Das war eben immer so ein bisschen vage und auch so offen. Ich habe das so verstanden, dass auch die, die dazukommen und präsentieren, auch dazugehören. So. Aber manche haben sich dazugehörig gefühlt, andere nicht. Also das war dann so ein, war nicht explizit geklärt, wer jetzt dazugehört. Das heißt, ihr habt auch nie einen Verein gegründet oder habt das in der Struktur vorgehabt? Also, also wenn man sich das dann so vorstellt, du bist dann wieder zurück ins Britannien danach oder, also das war ja alles noch, wir sind ja immer noch 97. Obwohl, also das warte war ja so, mal, wir sind ja, nee, da war mein Stipendium, war dann schon durch. Genau, das waren ja immer nur 3 Monate. Ach so, ja genau. Okay, ich habe jetzt gedacht, Mann, das ist bestimmt ein halbes Jahr gewesen. Oder nee, Jahr das war oder so. Eher so... Ach so, das war ganz cool. Das war, da waren auch viele Leute aus dem Ausland, eben, um die auch herzuholen, um dieses Netzwerk irgendwie zu beleben oder am Leben zu halten oder zu kreieren. Ne? Und wo bist du denn hin? Bist du denn zurück nach Berlin oder... Ich war, warte mal, dann... Nee, New York war ich davor. Das kann sein, dass ich danach... Genau, danach... war ich dann viel in Hamburg und da war auch Extension. Genau, dann kommen wir also das jetzt war dann im Herbst. Das war erst Female Extension. Das Extension dann so ein bisschen runter. Das war nach. Und das ist dann eigentlich mit, aber hier oben mit Dokument. Hamburg wieder verbunden. Glaube ich. Ich glaube, das war im November. Ja. Da ist Hamburg. Ja. Und das war, also für die, also das war eher die Ausstellung, die das Museum eben halt in Hamburg unternommen hat, um. Nee, 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 das war ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb, aber für eine Ausstellung doch. Nee, auch nicht. Auch nicht. Der Wettbewerb hieß Extension und die Idee war, das heißt der Erweiterung, die Idee war, das Museum in den virtuellen Raum zu erweitern. Ach, deswegen Extensions war das. Ja. Genau, Extension. Das war die Idee. Und um für die virtuelle Erweiterung des Museums Arbeiten zu haben, haben sie sozusagen diesen Wettbewerb erstmal ausgelobt. Ach, und so, die weiß ich nicht, wie war jetzt, glaube ich, gab es keine genaue Sprachregelung, ob dann die drei Gewinner dann irgendwie
da angekauft werden sollen oder so. Das war nicht so klar, aber es gab so eine Verbindung. Der Wettbewerb sollte im Prinzip einfach Leute ansprechen, die in dem Bereich arbeiten, dass die ihre Arbeiten zeigen und zur Jury zur Begutachtung stellen. Und also dann eigentlich nur einer Jury zur Begutachtung stellen. Ich dachte immer, da ist dann noch eine Ausstellung daran gekoppelt oder dass mindestens die Preisträger ausgestellt werden. Oder nee, so. Das gab dann nur so ein Event, wo die Preise vergeben wurden. Ah, ja. Aber es gab nie eine Ausstellung. Mhm. Wie auch? Naja. Wie hätte man das denn jetzt wieder ausstellen sollen? Genau, das war ein großes Thema, aber ich bin der Meinung, da hätte es bestimmt Wege und Möglichkeiten gegeben. Also. Naja, ich meine, da kann man jetzt viel über diesen Wettbewerb kann man viel erzählen. Ne? Der war schon sehr lustig, weil die haben zum Beispiel Netzkunstwerke, also Internet als Material und Gegenstand, also der Untertitel von Extension. Mhm. Vielleicht sollten wir das auch machen. Das ist wirklich komisch. Nee, ist gut. Das ist ein ganz so ein richtiges Ding aus der Zeit. Mhm. Internet als Material und Gegenstand. Und das ist aber eben auch so Kunsthistoriker-Denke. Nee, ist das auch so eine deutsche Denke, kann man sagen? So, nee, das ist aber so Material. Aber das ist so typische Kunsthistoriker-Denke. Die denken denken einfach, das sind die Kategorien. Ja, es braucht einen Autor und es braucht ein Material und ein Gegenstand, das Kunstwerk ist. Das sind so, anders kann man Kunst irgendwie nicht denken als Kunsthistoriker. Ja. Nur haben dieses eben dann erweitert. Auch auf die Netzkunst übertragen. Genau, woanders hin. Mhm. Und das Lustige war dann, ich habe für den Wettbewerb, ich wollte den ja hacken, das kommt auch noch dazu, ich war vorher, im Winter 96, 97, hatte ich ein DAT-Stipendium in New York. Mhm. Das war für mich auch sehr wichtig, muss ich sagen. Weil da meine Mission eigentlich, mit der ich dann nach New York bin, war auch Internetkunst zu beforschen. Und das war noch relativ übersichtlich damals. Ja. Und das heißt, ich habe dann The Thing besucht, Wolfgang Stehle und Mark Tribe von Rhizome. Und du hattest aber sozusagen den, wenn ich das jetzt richtig verstehe, hast du diesen Anstoß dann aber hier dann sozusagen erhalten gehabt, auf so ein bisschen davor. Das war schon also davor, genau. Genau, da hattest du sozusagen überhaupt, das hat sich da die Tür so aufgemacht für dieses schräge Internet. Und dann hast du gedacht, wow, das ist ein Thema. Genau, und für mich waren dann auch die zwei Jahre bei Philips ab rum. Also ich hätte da bleiben können, aber nach zwei Jahren war dann wirklich klar, ich will da nicht mehr Zeit verbringen. Und dann habe ich mich von Philips aus beworben für dieses DAD-Stipendium und habe es bekommen. Und das hat mir dann einen Absprung ermöglicht, sozusagen, von Philips nach New York. Und das war ganz schön, weil damals fing das so an, da gab es dann so Moo-Theater und solche Sachen. Und es gab die Postmasters Gallery, Tamás Spanovich und gab es denn da noch alles? Also das waren so. Und es war wirklich sehr lustig, weil das Thing war damals Internetprovider in New York. Wird Moo-Theater so geschrieben? Genau. Multi-User Environment. Und das Thing war mein Internetprovider und wenn dann immer mein Internet nicht ging, dann habe ich bei The Thing angerufen. Ricardo Dominguez am Telefon. Hello, what's wrong? Das war sehr lustig. Das war so die Hotline. So, Ricardo Dominguez. Guess. Fein. Genau, das war eine sehr gute, intensive Zeit für mich, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so ein bisschen ausgestattet worden mit Kontakten und, und Know-how auch. Und ich habe so eine ganz gute Überblick gekriegt, was so zumindest jetzt mal einfach in New York los ist. Und das sind ja Kontakte, die waren eigentlich durchgängig immer wichtig für mich. Ich habe ja selber dann auch noch ein Thing in Hamburg gegründet, 2006. Zum Beispiel nur. Ja.
Also es sind so lang, also das war eine wichtige Zeit. Mhm. Aber nachdem ich diese Recherche gemacht hatte in New York, kam ich eben zurück nach Deutschland. Muss ich nochmal fragen, ist da ein Buch oder irgendwas publiziert worden? Nee, so von dieser Recherche? Nee. Leider nicht. Weil Mark Tribe hat ja dann später dieses kleine Buch da zur Netzkunst da rausgegeben auch noch, glaube ich. Ja. Ja. Kann sagen. So, also der hat ja mehrere Sachen gemacht. Ja? Nee, das habe ich leider nicht gemacht. So ein Überblick. Mm-mm. Das wäre interessant gewesen. Ja. Ja. Ja, okay. Habe ich nicht. Da war ich das... Alles klar, verstehe. Nee, verstehe ich gut. Ich habe auch nie irgendwas... Nee, wir haben als Künstlerin in der Akademie studiert, ne, so mit dem... Also ja, warum war nicht? Ein Katalog? Da, also ich weiß nicht. Also das man ja auch zu einem Kunstprojekt machen. Ich habe schon immer geschrieben. Ja. Also das ist schon interessant, weil ich habe immer journalistisch parallel gearbeitet. Mhm. Also ich habe zum Beispiel über die Netzkunstausstellung auf der Documenta. Mhm. Die war ja unabhängig von Hybrid Workspace, mhm. war ja diese Netzkunstausstellung. Genau. Darüber habe ich geschrieben. Ich habe über viele einzelne Projekte geschrieben. Reviews. Genau. Ja. Aber ich habe jetzt nicht... Wo hast du die veröffentlicht? Na, das gab so verschiedene Zeitschriften damals. Also zum einen habe ich viel bei Telepolis gemacht. Also auch. Mhm. Und dann gab es mal... die gibt es alle gar nicht mehr. Konrad gab es mal, eine Zeitschrift, das war so wie so eine deutsche Wired oder so, ich glaube vom Stern. Tageszeitungen ja, teilweise auch, also wo es sich gerade so angeboten hat. Ja, interessant. Okay, aber das ist sozusagen nicht irgendwie systematisiert worden als Erlebnis und so. Und das war nur für mich persönlich wichtig, einfach total wichtige aber Grundlage. Aber dann verstehe ich das auch besser, wie du jetzt sozusagen hier so einen anderen Blick bekommen hast auf diese Genau, das war nämlich wichtig, weil... Extensions aus. Genau, weil ich kam zurück aus New York und ganz kurz später gab es diese Ausschreibung der Hamburger Kunsthalle für den Wettbewerb. Mhm. Und ich meine, ich kannte wirklich... die Hamburger Szene gut und das Museum, weil ich da studiert habe und so. Und ich wusste, da ist garantiert keine Menschenseele, die irgendeine Ahnung hat von dieser Kunst. Und dann so, was machen die denn jetzt? Ja. Und ich muss sagen, dass für mich mein Großteil des Faszinosums von Internet hat für mich die Idee ausgemacht, man kann das klassische ein klassisches Kunstsystem sozusagen aushebeln. Braucht es einfach nicht mehr. Dachte, großartig. Das hat mich auch total befeuert und beflügelt. Ja. So das unabhängige Distributionsmedium. Ja, ja und so Vernetzung. Deine eigenen Ausstellungen machen. Ja, nicht nur ausstellen, sondern also mich hat immer mehr als das Ausstellen hat mich interessiert, das sich zu organisieren. Über Mailinglisten oder über, also einfach dieses Netzwerk, ne? Old Boys Network oder dieses, also so eine Art neue Organisationsformen zu finden, die man aber künstlerischer denkt als jetzt klassische politische Organisationsformen. Das war eigentlich mein und ist immer noch. Also auch wir innen und Frauen und Technik das sozusagen. Immer, das was mich viel mehr so interessiert hat, als jetzt ein Objekt zu machen, was ich ausstellen kann. Weißt du? Also wo Material und Gegenstand, das ist dann so, das Material sind die Menschen, ja, die man vernetzt und die miteinander dann irgendwas tun, aber nicht irgendwas, was ich irgendwo hinstellen kann oder so. Und dafür war sozusagen das Medium Internet eben durchaus total in der Zeit geeignet der und so ganz neu. Ja, ja genau. Klar. Ja. Weil das eben sozusagen diese, also zum einen das Lokale geöffnet hat, aber eben auch immer dem Lokalen auch nochmal eine ganz andere Stärke gegeben hat. Ne? Durch dieses, also so habe ich das empfunden, durch so ein internationales Backup, was man hat. Man ist eben mehr als lokal, auch wenn man lokal ist. Wobei Old Boys Network war jetzt überhaupt nicht lokal, sondern eher wirklich international. Ja, und es scheint, also für mich stellt sich jetzt auch gerade so wie so eine sehr performative Momentaufnahme für eine bestimmte, für einen bestimmten Anlass da. Also es scheint jetzt nicht für mich sozusagen so wie so eine... Also so fing es an, weil es auch völlig unklar war, was das werden wird und so, aber da war eben so eine Aufbruchstimmung und am Ende von dem Hybrid Workspace unserer Session haben wir ja dann auch dieses Manifest geschrieben, die 99 Antithesen, was Cyberfeminismus nicht ist. Und damit waren wir eigentlich alle ganz zufrieden, so in vielen Sprachen und jeder hat was beigetragen, was Cyberfeminismus nicht ist.
Damit konnten wir dann in Frieden leben und wieder auseinandergehen. Es ist natürlich immer schwieriger, sich auf etwas zu einigen, was es sein soll, als es nicht sein soll. Aber es hat ganz schön, glaube ich, den Spirit abgebildet der Zeit. Und es war aber auch klar, dass es irgendwie weitergehen wird und soll. Und ich habe danach, also ich habe das meiste Material dann gesammelt und wir haben dann auch eine extra Mailingliste nochmal gestartet für das Old Boys Network, die Old Boys Liste. Und die gab es aber nur so lange, also die 5 Jahre, wo das Old Boys Network aktiv war. Die gibt es jetzt nicht mehr. Aber für dich sind sozusagen diese sozialen Gruppierungen, also das in Richtung soziale Plastik sozusagen, also die eigentliche künstlerische Arbeit besteht dann eher im gemeinsamen Handeln, Auseinandersetzen. Und das aber auch darin, sich zu überlegen, welche Formen man finden kann, die anders sind als das, was bisher möglich war. Weißt du? Parteien, Kommunen, besetzte Häuser. Ja, aber auch Formen es gab ja auch eine andere Form von Aktivismus. Einfach, ne? Also, und da finde ich, da hat das Internet und eben über E-Mail und jetzt sowieso, ich meine, jetzt hat man nochmal ganz andere Möglichkeiten, ne, mit den sozialen Medien, trotz aller Kritik daran, aber man muss das denen ja zugestehen, dass sie eine unglaubliche Macht haben. Mhm. Also nicht nur finanziell und wirtschaftlich, sondern auch eine soziale Macht. Mhm. Und das fing damals so an, das hat sich so leise angedeutet, würde ich mal sagen. Mhm. Und das fasziniert mich und nach wie vor. Mhm. Das ist das, was mich immer interessiert hat und mich auch immer interessieren wird, glaube ich. Also das ist jetzt schon so lange. Aber dann kommen wir nochmal zu den Extension jetzt, weil dann sind wir jetzt wieder so ein bisschen abgebogen, um das nochmal einmal auszusprechen. Du hast vorhin gesagt gehabt, du hast vorgenommen, dir das zu hacken. Nicht dir das zu hacken, sondern das zu hacken, weil du warst inspiriert sozusagen genau von 96 von dieser und warst einfach erstaunt, wie die jetzt plötzlich sozusagen sich das aneignen. Genau, diese Ausschreibung und mir war sofort klar, das ist jetzt was ganz Schlimmes, was da passiert, nämlich das böse Kunstsystem will sich jetzt unsere schöne Internetkunst aneignen. Mhm. Und das darf gar nicht sein. Mhm. So, das war ganz klar, das darf nicht passieren. Mhm. Aber ihr saßt doch vorher mitten auf dem Bratteller sozusagen des Kunstbetriebssystems. Das stimmt, aber das fühlte sich irgendwie... Das ist okay, wenn man dabei ist. Keine Ahnung, das war irgendwie das war anders. Okay. Also vielleicht einfach, weil da wirklich mehr Raum war, auch Sachen zu gestalten. Und das war wirklich so eine Plattform, die einem da gegeben wurde. Während das war ja wirklich nur, gib deine Arbeit her und ich sag dann, ob die gut oder schlecht ist. Ja, mit dem Preis auch noch verbunden. Mit dem Preis. Das war auch das erste Mal, wo sozusagen der Wettbewerb eingeführt wurde bei der Netzkunst. Vorher war man halt so mehr oder weniger freundlich miteinander verbunden und man wusste, man operiert in irgendeinem Space. Gab es nicht den WWW Award schon vorher? Den witzigerweise von Schulgin und die so Medaillen ausgegeben haben für so Webseiten, wo sie dann so im Grunde den Kunstbetrieb imitiert haben. Müsste man mal, ja, und müsste ich glaube, man das mal war jetzt 94 so. Ja, 95, also ich kann da jetzt egal, keine das, Zeit. Nee, die haben sich eben auch darüber lustig gemacht, wie der Kunstbetrieb funktioniert mit seinen Kategorien, dass so bestimmte Kategorien kriegen bestimmte Preise. Naja, sich darüber so lustig machen ist das eine und mitmachen dann ist das andere. Auch, genau. Ne? Naja. Und für mich war also klar, ich will den hacken, ich will den irgendwie eigentlich zerstören, ich will das Ding irgendwie crashen, sodass das nicht stattfinden kann. Und dann habe ich halt überlegt, wie man das machen kann und die Strategie, also zum einen habe ich mich damals schon mit Leuten auch besprochen, weil das natürlich ein großes Thema war. Es gab ja einen Preis und Geld und Künstler brauchen ja immer Geld. Und natürlich gibt es dann auch immer Anerkennung und Ehre, das brauchen Künstler ja auch immer. Und die Leute waren, also mit denen ich gesprochen habe, die waren alle sehr ambivalent. Die fanden das alle problematisch. Mit wem, wenn man so vor allem, mit wem hast du da so Jody gesprochen? Jody zum Beispiel. Ja. Die fanden es problematisch
Und gleichzeitig waren sie aber so, naja, aber irgendwie muss man doch da dabei sein, wenn das jetzt eine große Sache wird und hinterher war man dann nicht dabei, ist doch auch blöd. Nee. Und da gab es eben dann so, ja, dann schicken wir halt vielleicht nicht unsere beste Arbeit hin. Das Verrückte war nämlich, dass man die Arbeit dahin schicken musste. Mhm. Also da konnte man keine URL hinschicken. Ach so. Ja, Material und Gegenstand. Die wollten richtig so. Eine CD haben. Die wollten richtig was, also die wollten nicht unbedingt eine CD haben, aber das musste auf jeden Fall auf den Server des Museums überspielt werden. Das war ja schon zum Totlachen. Also eine Netzkunst und dann musst du deine ganze Webseite auf den Museumsserver überspielen. Ja, was ist denn das für eine Idee? Also das war schon völlig crazy. Ja. Das war aber für mich eigentlich gut für meine Intervention, weil ich hätte nicht 270 URLs erfinden können, die irgendwie glaubwürdig gewesen wären. Mhm. Aber ich hatte ja diese 270 E-Mail-Adressen, die funktioniert haben. Und ich habe dann halt die Arbeiten, also ich habe halt dann immer irgendwelche Webseiten mit Zufalls generiert und da eingeschickt als die Arbeiten der jeweiligen Künstlerin. Mit der E-Mail-Adresse. Genau. Und das, da war immer ein weiblicher Name auch. Genau, das waren alles Frauen. Muss man nochmal dazu sagen. Ja. Genau. Genau, und da gab es auch eine schöne Presseerklärung. Also es gab so verschiedene Phasen. Ich kann mich erinnern, dass so viele Frauen in der Netzkunst teilnehmen. Genau, über mehr als zwei Drittel. Und das war eben ganz besonders schön, weil am Ende die drei Preise Männer gewonnen hatten. Ja. Also immer diese Presseerklärung zu nehmen. Das ist schon allein sehr lustig. Und für mich war das eben gut, ne? Weil man hat sich angemeldet mit einer E-Mail-Adresse, dann hat man ein Passwort zurückbekommen. Mit diesem Passwort konnte man dann seine Arbeit überspielen auf dem Museumsserver. Und das ging. Mhm. Da ist geklappt. Ja. Und das war eben die Strategie war, oder die Taktik vielmehr, den einfach zu überfluten. Mhm. Nicht irgendwie zu cracken oder so, sondern zu überfluten. Dann sozusagen so ein DDoS. Genau. Ja. So handgemachtes. Handgestrickt. Ja, das war damals ja auch aufwendig, so eine Mail-Adresse anzulegen noch. Also, na, es ging, weil dadurch, dass ich diese ganze 97. Recherche gemacht hatte, ne, ich hatte eben Kontakte mit The Thing in New York, mit Digitale Stadt Amsterdam, mit Access for All, mit T0, NetBase, in Deutschland, glaube ich auch. Ich kann mich gar nicht mehr an alle genau erinnern, aber ich hatte mindestens 10 verschiedene Internetprovider, die mir, also die alle aus diesem Netzkulturumfeld sind, die mir E-Mail-Adressen gegeben haben. Die habe ich auch noch alle, die Adressen aufgeschrieben. Also Access, wer war denn da noch? Ich weiß gar nicht mehr, Access, die werden so komisch geschrieben, die werden ja nicht X und Access. S. Nur X und S. Nur X und S. Und dann 4. Ach so, so war das, genau. Oh. Genau. Und alles, und alles in einem zusammen, Wort. Ja. Genau, und in Berlin, hießen die Berliner? Digitale Stadt Berlin. Mhm. Genau. Die haben mir auch Adressen gegeben. Wie sind die Digitale Stadt Berlin? Mhm. Gibt es da noch einen Namen oder noch ein Projekt? Internationale Stadt Berlin. Ach, Internationale Stadt, genau, so hießen die. IS. Ja, so. Also es waren Ljubljana so war Leute. Noch dabei. Mhm. Wie hießen die in Ljubljana? Das Medienzentrum? Ich weiß schon. Frauenname. Arns. Nee, so ähnlich wie Arns. nee. So nicht wie Inke Arns, sondern aber so ähnlich wie. Ludmilla. Ludmilla. Aber dann der Server, Ludmilla, und dann hatten die aber noch so ein. Na egal. Aber von denen habe ich auch Adressen gehabt. So, noch ein paar. Na guck mal, das ist aber ein interessanter Fächer hier, finde ich, weil gerade wenn man sich jetzt sozusagen überlegt, dass du eben so diese Netzwerke als Material und Medium eben halt oder als
ja, Reflexionsfeld eben halt betrachtet hast, dann schließt sich das da alles so an. Das finde ich schon spannend. Da sind auch noch ein paar andere, die kann man vielleicht auch noch wirklich dazu nehmen, ne? Weil das schon, also da bildet sich eben was ab von der Recherche und sozusagen so einer Reisetätigkeit von vorher, wo man sich vernetzt hat, und plötzlich gab es so einen Moment, wo ich auf die zurückgreifen konnte. Also ich hätte eben den Hack auch so künstlerisch macht eigentlich. Ja, und wo ich aber auch Female Extension hätte ich anders gar nicht machen können. Ne? Meine ich ja. Und dadurch war das sozusagen... Ja, vielleicht hättest du es anders machen können, aber dadurch, dass du vorher so gelebt hast und dadurch, dass das alles so war, hast du es halt so gemacht. Hätte ja auch sein können, dass du das ganz nicht so... Aber das war nicht so einfach damals. Also gab es kein Google Mail, wo du sagst, oh, jetzt lege ich mal 100 Gmail-Adressen. Ja. War nicht so einfach, also. Und das war ja auch plausibel, weil das alles aus verschiedenen Städten war. Das war jetzt auch nicht eins. Ja, wäre ja auch wieder auffällig. Ja, klar. Ich habe mal auch gelesen, da war auch was aus Japan. Sogar aus Japan stand mal irgendwo oder aus dem asiatischen Raum. Nee, übertrieben. Okay, war vielleicht gefälscht. Schöner Mythos. Ja, Fake News. Ja. Kannst du gerne dazu schreiben. Ja. Okay. So, genau. Dann, aber jetzt, ich meine, das ist auch wieder Female Extension ist ja dann Hamburg sozusagen. Klar, ne? Ja. Also ja, das ist Hamburg. Und einerseits, weil der Wettbewerb in Hamburg war, das hatte aber mit mir, dass ich in Hamburg wohne, eigentlich nichts zu tun. Das war wirklich nur Zufall. Genau, aber der Zufall war, dass ich zufällig wusste, dass da niemand ist in dem Museum, der weiß, was er tut. Ne. Das war. Okay, aber ich meine jetzt so von unserem Thema jetzt hier, dann konzentriert sich jetzt alles eigentlich auf das Bethanien sozusagen, wenn ich das so sehe, das war und diese schon Zeit wichtig. Und genau. Ja, also Bethanien und was, Bethanien war das eine, dann Kassel war eben wirklich wichtig, ne, weil da sehr viel passiert ist. In der Dokumentarzeit. Ja, also das war, genau, in der Dokument, das war eben der Hybrid Workspace, dann war da die Ausstellung. Das, genau, das da gibt es ja auch so, teilweise so Überlappungen. Ne? Mhm. Und das hat natürlich zum einen bestehende Netzwerke verstärkt und dabei auch wieder ausgebaut. Ne? Mhm. Also kamen Leute hin, die man schon kannte, und dann kamen aber neue dazu. Und das wieder, also es war ein ganz wichtiger Knotenpunkt, ne? wo sich viel gezeigt hat, was es schon gibt, aber wo, was eben dadurch das sich zeigen können, dann auch noch mal ganz viele neue Kräfte angezogen hat. Ja, verstehe. Also eine Bühne war das auch, ein Aufführungsort, wo sich von also sehen und gesehen werden und zeigen. Ja, das ist so ja sozusagen das Interessante an der Kunst, wenn man die Kunsträume benutzt für soziale Organisierung, dann hat man eben diesen sehr starken Symbolwert, ne? Den du nicht hast, wenn du dir im Hinterhof von der Kneipe sagst, so jetzt organisieren wir uns mal, dann das ist was anderes. Und deswegen, also, und das war auch der Unterschied, weil auf der Documenta konnte man tatsächlich, da konnte tatsächlich etwas passieren, weißt du? Ja. Da haben sich Leute wirklich tatsächlich vernetzt und ausgetauscht, und da ist was entstanden, während bei so einem bei so einem Extension-Wettbewerb, da kann ja nichts entstehen. Und wie siehst du jetzt so diese Festivals eigentlich in der Zeit? Also Transmediale zum Beispiel in Berlin war ja auch... Also von der Transmediale habe ich damals überhaupt nichts wahrgenommen. Gar nichts wahrgenommen. Weil das war wirklich, ich glaube, vor Bröckmann-Zeiten war das wirklich ein reines Videofestival. Das mal hier irgendwie so. Und damit hatte ich gar nichts zu tun. Was aber extrem wichtig war, das waren die Next 5-Minutes-Konferenzen in Amsterdam. Und, was auch extrem wichtig war, solange Weibel die Ars Electronica gemacht hat, war das Mekka, zur Ars Electronica zu pilgern, jeden September. Und da war Transmediale als Medienkunstfestival so noch nicht auf dem Schirm, auf dem Schirm. Oder allgemein. Das, ist ja, das hat sich jetzt ja total verschoben, dass Transmediale sozusagen viel, viel sichtbarer und viel lebendiger ist als Elektroniker, die sich dann irgendwie selber so langsam durch ihre ewige sich perpetuieren. Und du bist vielleicht auch zu groß geworden. Manchmal passiert sowas auch, dass es dann zu groß wird und dann... Ja, das ist, also das ist, lädt es fühlt sich so nicht mehr lebendig an. Und da hat sich ganz klar was verschoben. Und also die Ars Electronica, die hat
da hatte ich viele, viele wirkliche Initiationserlebnisse, die mich völlig aus den Socken gehauen haben in den 90ern. Mhm. Da waren tolle Sachen mit Weibel. Mhm. Und es war fast kein Publikum da. Man war fast, wenn man da hinkam als Zuschauer, als Gast, war man eigentlich immer in der Runde mit den Künstlern. Ne? Mhm. Es war alles ganz nah, weil das war nicht so ein Massenspektakel. Ja, wie es heute ist. Ja. Und es waren großartige Sachen, waren großartige Künstler. Es war irre. Es war total crazy. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und aber jetzt eben nochmal zu. Ja, nee, doch, eigentlich. Und ich würde, also ich finde schon, dass das, also gut, du bist jetzt nur 90er. Nee, dann, gucken, ja, aber genau. Das war so für mich die Frage eben, wie gesagt, auch deswegen mein Berlin-Fokus sozusagen. Ja. Jetzt also, auch für die Ausstellung. Ich glaube sozusagen, einen breiteren Fächer aufzumachen, ist auch total spannend, aber jetzt für die Situation jetzt hier und für den Rahmen. Aber ich finde, was da dazu gehört, ich würde schon die Next 5 Minutes. Habe ich ja aufgenommen. Ach, die hast du. Ja, ja, die finde ich schon extrem wichtig. Ja, aber habe ich jetzt aufgenommen jetzt hier zu Amsterdam. Hier oben, Next 5 Minutes. Ich meine, die kann man jetzt mit Love Inc. auch noch verbinden, aber ich lasse es mal jetzt so stehen. Oder? Nee. Weil jetzt da. Weil das war eben schon im Prinzip. Gut, aber ich meine. So ein wichtiges Forum für Netzkultur, sprich Aktivismus und Kunst und Technik. Ja, ich glaube, das halt für, wenn man sich mal die Amsterdamer Szene angucken würde wollen oder überhaupt die Niederländer und erklären möchte, warum aus Niederlanden so viele gute Netzkünstler kommen, dann glaube ich, ist diese Geschichte mit Digitale Stadt Amsterdam, Next 5 Minutes, mit Rob und Walter, oder da sind so viele Leute total wichtig. Und Debach und so, ja, was da und dann ist. Eben auch natürlich Jodi und so. Also, also ich, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ich gucke jetzt hier eben halt eher so auf Berlin oder was mich interessiert. Und dann denke ich, haben wir doch, aber das ist jetzt eigentlich so, wenn ich deine Perspektive dazu höre. Naja, was aber noch fehlt, ganz klar, ist Mikro e.V. Das siehst du dich auch im Bezug zu? Ja, also ich habe jahrelang einen Vereins. Mitgliedsbeitrag bezahlt. Warst du richtig dabei, ja? Naja, genau. Ich hatte gestern Abend so ein kleines Gespräch mit Inke. Der ist 98 oder so, 99 ist der erst gegründet worden. Ne? Da gibt es sozusagen dann so einen Sprung. Ja. Oder? Ich weiß nicht, 98? Das muss 98 gewesen sein. Wir müssen jetzt von unserer Zeit jetzt auch doch tatsächlich das den Bogen kriegen, merke ich gerade. Das muss 98 gewesen sein. Und in meiner Erinnerung war ich bei der Gründungsversammlung. Ich kann mich genau erinnern, in welcher Kneipe das war, in welchem Hinterzimmer. Wo war es? Ja, so ein asiatisches Lokal, wer da alles dabei war. Und Inke meinte aber, nee, du bist aber nicht auf den Fotos. Weil du hast sie selber gemacht, wa? Also ich weiß es nicht. Entweder habe ich das völlig. Vielleicht hast du die Fotos gemacht und die liegen hier. Nee, jetzt müssen wir. Also, wenn man da. Also, ich war auf jeden Fall Vereinsmitglied beim Mikro und war bei vielen Mikro-Lounges und habe selber auch eine mit. Also, inhaltlich betrieben. Ja. Das war die Gender. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß. Irgendwas mit Gender Technology Mikro-Lounge. Zu Cyberfeminismus und sowas gab es da so verschiedene Rednerinnen. Das ist ja auf jeden Fall für mich sehr präsent und sehr dicht auch. Mhm. Also kann ich dir ganzen Leute aufzählen. So, wo haben wir jetzt mit Mikro aufgehört? Wir haben mit Mikro aufgehört und wollen da nochmal weitermachen und wollen das Mikrothema sozusagen als Mikrofokus nochmal Also in meiner Erinnerung ist es so, dass ich da am Anfang im Gründungs so dabei war und dann aber während der 2 Jahre, wo Mikro hauptsächlich aktiv war, war ich, glaube ich, dann viel wieder in Hamburg. Also ich war nicht immer bei Mikro, aber ich habe das auch so eine Mikro-Lounge organisiert, die hieß. Wie hieß die denn jetzt? Irgendwas. Ja. Geschlecht im Netz hieß die Geschlecht im Netz.
glaube, die hieß so. Das ist gut. Und das da kann man immer noch mal machen. Jetzt zwei auch Old Boys und noch andere Leute. Aber das ist schon... Das hast du dann auch unter dem Label Old Boys Network gemacht? Nee, da waren einfach... Achso, Leute aus dem Network dabei. Genau, Ellen war, glaube ich, noch dabei. Ellen Nonnenmacher. Ja, müsste man noch mal nachforschen. Die sind ja gut dokumentiert, die Mikro-Lounges. Stimmt, die Webseite ist noch im Netz. Also da kann man, aha, das hat Inke mal geleistet, mhm, das irgendwie auch zu... Ja. Also das zu dokumentieren. Da gibt es sogar ein Büchlein. Aber dann bist du sozusagen immer zwischen Hamburg und Berlin gependelt, nee, oder so dafür? Ich habe entweder hier gewohnt oder dann wieder dort. Ach so. Und ich, meines Erachtens war das so, dass ich 98, als es anfing, noch eher hier war und danach, mhm, dann in Hamburg. 99. Ach so. Okay. So ungefähr, schätze ich, war das. Warum bist du nach Hamburg persönlich? Berlin war nicht... Doch, war eigentlich schon, aber das waren dann persönliche Gründe, okay, die mich dazu veranlasst haben, wieder nach Hamburg zu gehen. Weil eigentlich war das schon die Hochzeit 97. Und das war ja auch, Mikro war ja eben diese ganzen Leute, die in Mikro waren. Ne? Mhm. Also Volker Grasmuck, mhm, war total wichtig, weil er ja die WOS-Konferenzen danach gemacht hat. Wizards of Operating Systems. Ne? Sagt dir was, mhm, oder? Ja. Thorsten Schilling, der dann in die Bundeszentrale für politische Bildung gegangen ist und da auch alle möglichen guten Taten immer noch tut. Dann war da Andreas Bröckmann, der dann ja die Transmediale übernommen hat, Inke, die jetzt Hardware macht, Tillmann, der journalistisch und wissenschaftlich unterwegs ist. Also der hat ja auch viel für die Netzkunstszene publiziert. Der war da auch dabei. Pitt natürlich. Wally war da auch dabei. Hm. Waren sicher noch einige. Also ich habe jetzt sicher nicht alle hier auf dem auswendig. Aber das sind eben alles so, das war so eine sehr dichte Szene, wo die Leute dann auch, also wo, aus der viel entstanden ist, ne? aus diesem kleinen, mhm, Verein und dem und diesem Format der Events, gut, der, mhm, Mikro-Lounges, ist eigentlich sehr viel entstanden. Mhm. Also zum einen eben so Diskurs in der Stadt, ne? Man hat ja quasi dann diese Themen aufbereitet und für ein Publikum zur Verfügung gestellt. Mhm. Das gab es ja überhaupt noch nicht damals. Nee. Und dann eben das Format, diese Kombination aus Diskussionsformat, also diskursiven Anteil, und danach kam dann DJ und dann hat man eben noch, weißt du, so. Ich das weiß, war ich schon sehr, auch mal sogar sehr innovativ als DJ da aufgelegt. Mhm. Inke hatte mich mal gefragt. Das war aber schon viel später, das war schon 99, glaube ich, Ende 99. Und das ist für mich eben hauptsächlich dann 2000. Die, also mit Inke habe ich, bei Inke habe ich ein paar Mal ausgestellt, bei verschiedenen Ausstellungen. Mhm. Und Wizards of Oz war für mich auch sehr wichtig, weil ich habe mich ja dann über den Netzkunstgenerator verursacht mit Urheberrechtsproblemen. Mhm. Habe ich mich ja dann sehr intensiv mit dem Thema Copyright, Intellectual Property beschäftigt. Und das war natürlich auch das Thema von Wizards of Oz. Mhm. Also wo der Volker sozusagen weltweit die wichtigen Leute zusammengeholt hat, mhm, nach Berlin. Das war schon großartig. Also, mhm, da liefen Diskussionen ab, wo ich erst manchmal Jahre später verstanden habe, mhm, wie vorne dran die waren. Mhm. Also, das war schon super. Fand ich auch. Und das sind alles so kleine Brutstätten, aus denen ganz viel entstanden ist. Wo ich sagen würde, die sind auch schon Resultat aus einer längeren, mhm, Geschichte sozusagen. Ja. Also finde ich auch spannend.
Für mich interessant ist eigentlich auch, das wäre nochmal eine extra Frage sozusagen, warum das sich eigentlich nie richtig dann wirklich in Berlin institutionalisiert hat. Also warum eben sowas wie das Tesla nicht funktioniert hat oder so, dass es kein wirklich festes Haus gab, wo es dann, sagen wir mal, auch Mittel gab, wo sowas dann... ich weiß nicht, ob das sind immer so wünschenswert ist. Findest du? Hätte ich doch wünschenswert gefunden, ja, weil dadurch, dass es eben so sporadisch immer war, hat es für mich, hat es sich dann so ausgefranst und irgendwie dann auch so ein bisschen verloren eben halt. Also ich sehe das eher so, dass so einzelne Leute, jetzt Volker, die Wizards of Oz sozusagen eingespeist hat und da wieder einen ganz neuen Diskurs aufgebaut hat in der Stadt Inke über ihre kuratorische Tätigkeit. Weißt du, das hat und Tillmann hauptsächlich über publizistische Tätigkeit, Andreas Bröckmann auch kuratorisch, dann in der Transmediale, das hat ja unheimlich viel bewirkt, weißt du? Auf jeden Fall, nee, ich sage, ich vermisse die Feld. Aber zum Beispiel die Lounges oder so. Es gibt jetzt gar nicht mehr so eine Räumlichkeit, wo es zum Beispiel stattfinden könnte. Ich finde das interessant, dass du das vermisst, weil ich damit sofort mit Institutionalisierung und so die Lounges, da würde ich sofort damit verbinden, und wer hat da das Sagen jetzt und wer ist da eingeschlossen und ausgeschlossen und wer ist da sozusagen der Platzhirsch oder die Platzhirschin und pinkelt da das Territorium ab und sagt, was wichtig ist und was blöd ist und so weiter. Also diese Denke gab es irgendwie damals nicht, weil man das gewöhnt, das siehst du auch, wenn du die Namen siehst, ja. Da gab es irgendwie für alle Platz, irgendwas zu tun. Weißt du? Na, das finde ich, ja. Und im Moment habe ich das Gefühl, es gibt ja alle möglichen. Eine gute Institution sollte auch so sein. Na, aber es gibt ja alle möglichen, es gibt ja Sachen, ja. Es gibt den Stammtisch zum Beispiel von Dimitri, das ist jetzt nicht ein Veranstaltungsformat, aber es ist ein Treffpunkt, ja. Also finde ich nicht vergleichbar mit 500 Leuten in einer Mikro. Nein, ist es nicht, aber es ist schon, also es gibt den Stammtisch, es gibt die Veranstaltungen von Tatjana, es gibt das Disruption Media Lab. Das könnte man ja sagen, das ist sowas, da ist Geld da, das ist aber kuratiert. Ja, da ist sie die Chefin und sie sagt, was da gemacht wird, sie bestimmt das Programm. Und ich weiß nicht genau, was du dir vorstellst, ob das dann ein Verein wäre, der rotierende kuratorische Ansätze hätte. Nee, ich weiß nicht, habe ich mir noch auch wirklich noch gar nicht so richtig vorgestellt, aber noch nicht richtig durchdacht. Aber wenn ich das jetzt so mal schnell so, dann wäre das so eben so ein großes Haus wie das Podewil oder was eben dieses Tesla, wo du eben verschiedene Abteilungen hast, ja, verschiedene Räumlichkeiten, aber auch ein Theater da drin. Also in dem Haus war ja dieser große Saal, den könnte man dann multifunktionell als Kino, als Konferenz und sonst wie Auditorium nutzen. Aber du hast viele unterschiedliche Büros, die alle in einem Gang arbeiten, wo du eben auch eben sowas hast, so wie Bethanien eigentlich, ja, aber auch so ein bisschen. Wenn das so aber ist, in dem Moment, wo das so institutionalisiert ist, hast du immer einen Chef, der dem seinen Stempel aufdrückt. Und das war beim Tesla so. Und deswegen hat es genau nicht funktioniert. Bei Bethanien oder so. Deswegen funktioniert es dann nicht mehr. Das funktioniert dann nur noch für eine ganz kleine Marge, die sich genau dafür interessiert. Und das war bei Mikro nicht so. Weil da waren einfach, sagen wir mal, 10 verschiedene Leute, die 10 verschiedene Schwerpunktinteressen hatten, die da alle Platz hatten, sich da zu versammeln. Und sowas zu institutionalisieren, das ist höchste Kunst, würde ich mal sagen. Naja, aber die Institutionalisierung, die funktioniert dann immer so, da ist halt dann einer der Chef und der besorgt die Mittel und hat die Verantwortung. Und da denke ich mir schon, ach ja, das kann dann ganz gut sein, aber vielleicht auch nicht. Aber das hat mit so einem Spirit überhaupt nichts zu tun. Also mit dieser Vielfältigkeit. Das war ja genau das Interessante. Dass da nicht ein Kurator war oder eine Kuratorin, die gesagt hat, so, ich mache jetzt mal ein Programm. Ja. Ich meine, so institutionalisiert in dem Sinne, dass du so ein Haus hast, wo du eben zum Beispiel
Räume für bestimmte Zeiten für Experimente zur Verfügung stellst. Das reicht ja dann schon mal aus. Ja? Also ich meine, dass eine Infrastruktur da ist, die zum Beispiel damals durch das WMF gegeben war. Also das war ja auch durch die enge persönliche Verbindung von verschiedenen Konstellationen, die es eben da in Berlin gab, dass sowas möglich war. Ich meine, so aber es gibt doch keinen Mangel an Räumen in Berlin, um Gottes Willen. Von der Größe, um den zu bespielen, für nichts. Also mit keinem, also mit so einem Verein ohne irgendeinen kommerziellen, also ohne eine Förderung und irgendeinen kommerziellen Background, ist es heute nicht mehr so leicht zu machen. Also du musst ja. Also genau, weil es einfach heute nicht mehr so leicht zu machen ist, weil es ja auch finanziert werden muss. Meine ich ja, und das meine ich mit institutionalisieren, wenn jetzt die Stadt sozusagen sowas zur Verfügung stellen könnte, wo so ein Raum da ist. Ja, aber wem? In deiner Gruppe, das ist das Ding, das ist die Frage, die du da gut aufwirfst, die ich auch nicht beantworten kann. Mir? Nee, ich mache den gleich. Deswegen sage ich ja, das ist die Idee von so einem Board vielleicht. Inke ist in Dortmund, die hat da ihr Haus. Ich denke, also jeder hat ja so sein, ne? Also nee, aber das finde ich sozusagen, das könnte man ja dann mit, da könnte man dann so eine Idee von einem Board oder wie jetzt transmediale organisiert sein sollte mit einem Board und dann wechselnden die künstlerischen Leiter oder so, könnte man ja so ein Haus haben auch. Da hast du einen wechselnden künstlerischen Leiter alle 2 Jahre, hast ein Board, was sozusagen extern darüber irgendwie abstimmt, was dann auch wieder gewechselt, was wiederum auch gewählt wird sozusagen. Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass da Strukturen gibt, die das möglich machen. Ich habe es auch noch nie probiert. Das ist eine andere Diskussion. Die Zukunft. Wir sprechen jetzt über die Zukunft. Ich vermisse halt manchmal größere, so diese... diese Runden, also diese Offenheit den Themen gegenüber, auch dieses, weiß ich nicht, für mich war das ein freies Gefühl, daran teilzunehmen. Die Diskurse fand ich eigentlich alle größtenteils spannend, die waren auch so aber vielseitig. Liegt es nicht auch daran, dass wir jetzt seit 20 Jahren an diesen Themen dran arbeiten und alle auf eine Art total hochspezialisiert sind in den jeweiligen Diskursen und man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass dann noch das, was ganz was anderes ist und das, was ganz was anderes ist, aber alles schon hochspezialisiert, dass du das dann alles wieder auf die gleiche Bühne wirfst sozusagen. Das war damals anders, weißt du? Da fing man an, in die eine oder in die andere Richtung zu denken. Vielleicht. Okay. Naja, gut, aber ich glaube, das ist so, was wir in Zukunft haben wollen in Berlin, ist irgendwie eine andere Frage, oder? Ja, genau, aber Mikro fand ich war eine interessante, also da kam fand ich eine interessante Sache zustande. Mhm. Also ich meine, es ging ja dann noch weiter mit, was Sebastian dann auch noch organisiert hat. Dann, das Bootlab, Öl, genau, das Öl aus dem Öl im 21. Jahrhundert. Das war konnte. Ja nur ein einmaliger Event, genau, aber wieder, später aber aus dem sozusagen, Bootlab rauskam. Genau. Ja, also und es gab ja schon so Ansätze für Strukturen. Genau, aber die sind immer mehr zurückgegangen eben halt. Okay. Ja, ich wollte ja auch bloß die 90er Jahre angucken und da gab es eben die alle noch sozusagen. Mhm. Und dann wäre das ja auch so ein Exkurs zu heute ein guter Abschluss, würde ich sagen. Da hängt noch sowas in der Ecke. Was? Hier, dieser Netzkunstgenerator, willst du noch drüber sprechen? Na, unbedingt. Genau, okay. Das ist doch ganz wichtig. Wo hast du den gemacht? Der ist eben so ein der ist so ein Nebenprodukt von Female Extension gewesen. Deswegen ist es ganz schön, da noch einen Link zu machen zu Female Extension, weil über Female Extension, da habe ich ja dann diese ganzen Webseiten eingereicht, diese Fake-Webseiten ans Museum, die habe ich erst per Hand gemacht, also Copy and Paste, so HTML-Code. Und das war dann irgendwie eindeutig zu viel Arbeit. Ja. Und das habe ich mal, das habe ich zum einen mal bei der Internationalen Stadt mit Karl-Heinz besprochen. Und ich glaube, es war sogar er, der diese Idee aufgebracht hat, dass man ein Skript machen könnte dafür. Und dann habe ich aber mit einem Hamburger Programmierer so ein Perl-Skript, so eine erste Version auch im Einsatz gehabt, tatsächlich für den Wettbewerb. Aber Karl-Heinz hat da auch noch irgendwie hat er mir auch irgendwas geholfen. Ich weiß jetzt im Detail nicht mehr was. Also er war da auch involviert. Und ein
bekannter Programmierer vom CCC Hamburg. Also CCC haben wir überhaupt noch nicht erwähnt. Chaos Computer Club. Gab es ja auch noch. Ja. Wo willst du den hinsetzen, so hier eher in die Zeit? Also hast du mit denen dann zusammengearbeitet? Also ich kann ihn hier einfach mal so reinschreiben als CCC. Also ich war auch jahrelang Mitglied im CCC. Auch, ja? Okay. Da habe ich Rena Tangens kennengelernt und Barbara Töns. Und ich habe in irgendwelchen Fotokisten habe ich auch gefunden, dass wir so ein Cyberfeminismus-Meeting hatten auf einem CCC in Hamburg. 98? Doch, so spät hier unten. Ja. Ja. Und dann habe ich ja auch verschiedene Interventionen gemacht im CCC. Kannst du die eigentlich? Nein, glaube ich nicht. Das war dann aber 99 schon. Aber da kommen wir ja gleich Aber wie drüber. Hieß der Programmierer? Weißt du das noch? Also wenn wir jetzt, weil wir jetzt noch der hier waren. Der hieß Amok. Ah ja, Amok. Genau. Der hieß Amok. Und der war verbunden sozusagen hier mit dem CCC und mit dem Netzkunstgenerator. Aha. So. Und dann gab es ja später, also das war so eine Vorversion erstmal, die für Female Extension und dann... Fand ich aber nach Female Extension, fand ich eigentlich diese Produkte relativ interessant und sozusagen dieses automatisierte Herstellen von Webseiten und den Zufallsaspekt, der da drin ist, fand ich ziemlich interessant. Und dann hatte ich eigentlich nach Female Extension erst die Idee, sozusagen das als ein eigenes Projekt weiterzuführen. Ja. Und da habe ich dann wiederum mit verschiedenen Programmierern, das war dann nicht mehr Amok, sondern das war dann Luca von Ljubljana hat einen programmiert. Luca Freli, L-I-H, der hat einen programmiert. Dann hat Barbara Töns einen programmiert. Muss ich den doch hier so runternehmen, ist besser. Barbara Töns hat einen programmiert. Und aber das sind eigentlich schon dann Iterationen, das ist dann eigentlich schon so sozusagen, ja? Das waren dann 1 und 2 oder so. Ja? Genau, es gibt insgesamt gab es 5 Versionen. Ja. Und der ist dann eigentlich beim 2. gewesen, ja? Wenn ich mich erinnere, der Luca Freli. Und Barbara Töns hat dann den danach gemacht, ja. Und dann gab es und dann gibt es noch 2 Versionen. Ich weiß nicht, wenn du die alle reinschreiben willst. Zack, nö, das, ich glaube, das so hat man eine Vorschau. Oder wie weit geht es dann noch? Das geht ja bis also heute. Also 2 gibt es noch. Naja, aber die sind dann schon 98, dann müssen wir das hier noch alles runterziehen. Warte mal, mach mal doch. Und da ist dann. Der eine heißt. Oh Gott, das ist. Da sind wir jetzt aber schon hinter 2000, glaube ich, wa? Willst du gar nicht, oder? Na, das ist eben so ein Projekt, das läuft seit 20 Jahren. Genau, das ist eben das Verrückte dran, ne? Ja. Ich finde es auch, also ich finde auch das Thema immer noch total spannend. Und auch die Fragen, die sich eben darum herumstricken und die Projekte, die du dann noch damit verbunden hast, also insbesondere Autorenschaft eben halt und was Verwertung von. Aber es ist interessanterweise eins der Projekte, was völlig aus der Netzgesichtskunstschreibung rausfällt jetzt. Findest auf du? Der aktuellen. Findest du? Okay. Es gibt keine Ausstellung. Echt? Wird nicht drüber gesprochen. Nee. Aber hast du nicht vor 2 Jahren auf der Transmediale so ein ganz großes Panel gehabt, wo du noch auch so. Nee, dachte ich. Nee. Im Auditorium über, noch gesprochen hast? Ja, über Autorschaft ganz kurz. Ja, genau. Das war so, die Version. Ah ja. Nee. Okay. Und vor allem jetzt, also da hatte mich dann noch Jakob Lillemoser in die Ausstellung genommen mit dem Netzkunstgenerator. Das war aber auch überhaupt das erste Mal. Seit langem, oder? Auf der Transmediale. Ah ja. Dass ich in der Ausstellung war. Ja. Und jetzt diese ganzen neueren Ausstellungen, die stattfinden im Zusammenhang mit der Post-Internet-Kunst auch, ne? Wo so die
ursprüngliche Netzkunst dazu benutzt wird, um die Post-Internet-Kunst aufzuwerten, sage ich mal. Mhm. In diesen ganzen Kontexten taucht er überhaupt nicht mehr auf. Mhm. Da ist er völlig ungeeignet, weil es eben nicht so ein Werkwerk ist. Ne? Mhm. Finde ich schade, finde ich eigentlich. Sondern so ein Tool eher. Ne? Und da haben die Kunsthistoriker alle ein Problem damit. Die verstehen das nicht. Das ist schon zu wenig Werk, weißt du? Ja, ich meine, du betonst es ja auch immer. Was? Dass es eben nicht ein Werk ist im klassischen Sinne, nicht einen Autoren hat im klassischen Sinne. Also nimmst du ihn doch, ja jetzt auch. Doch, natürlich eine Autorschaft auf einer anderen Ebene. Einer anderen also Ebene. Aber diese kleine Transferleistung schaffen die meisten schon nicht mehr. Aber warst du nicht auch auf den, genau, das ist eigentlich, aber das ist eigentlich auch ein anderes Thema. Ich hatte das gesehen auf diesen Lunchbites, dieses Panel mit dir und den jüngeren Post-Internet-Vertretern, fand ich eigentlich spannend. Ich auch. Weil es ich war so spannend, weil mir selten nichts einfällt, was ich sagen kann. Das war schon sehr spannend. Aber ich finde, das setzen wir an einem anderen Tag mal fort. Okay, dann denke ich, dann haben wir die hier. Nee, aber das Interessante ist eben, vielleicht um das kurz nochmal rückzubilden, dass über den Netzkunstgenerator ich auf das Ganze, und zwar erst nach 7 Jahren, als ich den 2004 in Basel ausstellen wollte, dann an dieses Urheberrechtsthema geraten bin. Was ich immer noch spannend finde, obwohl es jetzt auch schon 10 Jahre alt ist. Und das ist interessant, weil da gibt es nämlich dann diese ganzen Querverbindungen wieder zu Volker Krasmuck, den Wizards of Oz. Ja. Und diese ganze Thematik. Und mit Volker tausche ich mich auch immer noch aus heutzutage. Und das Interessante ist ja, also ich habe ja dann sogar meine Dissertation zu dem Thema gemacht, Intellectual Property. Das hat mich danach so ein bisschen, das hatte sich dann etwas erschöpft für mich, das Thema. Und da hat sich aber dann jetzt dieses neue Thema, an dem ich jetzt arbeite, raus entwickelt, und das ist Commons. Also ich mache jetzt sozusagen Commons-Forschung, wo ich die Frage stelle, was können Künstler und Kunstprojekte dazu beitragen, Commons herzustellen oder zu bewahren. Okay, gut. Und das dann, ist so. Dann würde ich das sagen, dann haben wir auch wirklich eine Runde gedreht. Ich würde es jetzt dann echt abschließen. Okay. Okay, cool. Alles drin.